Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu Shadows Peak. In der letzten Episode sind wir erfolgreich aus der Höhle rausgekommen und sind dann nur ganz geschwind vor den schwarzen Schatten, den Aliens, sowie zu einer Sorge entkommen und haben uns an diesen Heilstein geheilt. Und haben jetzt nicht, also statt 100 Leben, 110. Naja, ja, genau, und die lange Schlange, da haben wir auch noch erledigt und wir schauen jetzt einfach einmal darüber. Denn da waren wir, glaube ich, noch nicht. Und ich hoffe, dass wir alleine sind. Aber es schaut ganz so aus. Sind wieder die Krähen. Oh, ich habe übrigens in der Aufnahmepause gegoogelt, was Fiancy heißt, denn dieser Unknown, der uns da dauernd so Nachrichten sendet, da hat er geschrieben, wir müssen da die Leute umbringen, damit wir unsere Fiancy wieder zurückkriegen. Und Fiancy ist die Verlobte. Also die Michelle. Also wir müssen die Leute umbringen, dass wir die Michelle wieder zurückkriegen. Ah, okay. Das ist ja cool. Würde man treffen. Hoppala. Ja! Yeah! Oh oh, so Division nehmen wir, oder? Vielleicht dann so? Ich hab's gleich. Oder einfach mal von unten so drauf. Komm schon! Yes! Okay, aber ich brauch den jetzt nicht. Es sei denn, ich krieg dann mehr. Also, wisst ihr, was ich meine? Ich nehme ihn, oder? Ah, okay, ich konnte nicht nehmen. Ja, na gut. Dann würde ich sagen, schon einfach mal, wir merken uns einmal, dass da so ein Verbandskosten ist. Das ist schon mal ganz gut. Und dann Dieselgenerator. Schauen wir mal, ob da die Tür überhaupt aufgeht. Ja, I've used the key. Und da lässt sich gerade die Spinne hoch. Stehen wir. Oh, da liegt der Tote. Vorsichtshalber rüste ich schon mein Messer aus. Wir haben ja einen Schlüssel für die Cabin. Der schnauft nur, oder was? Looks like he was shot, but he's still alive. Ich muss das da. Oder habe ich, glaube ich, zur Wahl? Das wäre natürlich auch möglich. Looks like information on this board suggests that somehow a person can receive the ability to see spirits. Okay, da steht überall das Gleiche. Ja. Yeah. Wir kennen das. Das ist das Russisch. Also. Uah. Kann ich jetzt irgendwas machen? Nee, ich kann nur wieder wickert gehen. Ja. Kann ich jetzt irgendwas machen? Nee, gar nichts kann ich da machen. Vielleicht muss ich da irgendwas finden. A book about the third eye activation.
wie schnell das dritte Auge ist, eben das, dass man dann mit den Geistern oder irgendwas reden kann. Okay, vielleicht, also ich glaube, ich muss da irgendeine Diskette oder vielleicht so finden, was ich halt dann da rein da kann. Bei ihm kann ich ja nichts mehr da. Nee, okay, gut, dann gehen wir raus. Und ja. Gehen dann einfach mal weiter, oder? Oh. Wo geht's da jetzt hin? Okay, da können wir wieder runter an die Küste. Zum weiteren Speicherpunkt. Sehr gut. Wow. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wohin. Da ist ein Weg. Oh. Da hat sich wer erhängt oder so, aber das, die Schnur ist nicht mehr da. Okay, da drüben ist der Leuchtturm. Da unten ist ein Schiff. Und da drüben sind irgendwelche, wie ein Skelett, so ein riesengroßes Skelett oder so. Frage ist, komme ich da runter, ohne dass ich mich verletze? Naja, da darf er schon gehen. Obwohl, es ist doch sehr hoch. Hilfe! Okay, ganz harmlos. Da war der Wall, falls ihr euch da noch erinnern könnt, den wir in die Freiheit geschickt haben. Was ist das? Ein Anker. Kann ich mal schauen, ob ich da rüberkomme zu dem Schiff? Ne, okay, also in die ins offene Meer kann ich nicht. Oh, es fängt sogar zum Regnen an. Sie haben den Free Willy doch nur erwischt, oder was? Scheiße. Gott, ist das arm! Hey, es tut mir leid. Maybe the red phenomenon that caused my blackout affected him this way. Ma, hey. Ma, kann ich ihn nicht wieder zurückschieben? Nee, ist einfach zu schwer. Oh Gott, das tut mir so leid. Oh Gott. Muss ich wieder da? Ich weiß nicht. Okay. Oh Gott, das tut mir leid, kleiner Wal. Ich hab mir gedacht, ich muss das da. Anscheinend wollen die Aliens keine Tiergeister. Aber schaut mal, da sind schon mehrere Skelette von den Wale. Das
bestätigt vielleicht meine Theorie, dass es eben schon öfters vorgekommen ist, dass die auf die Erde gekommen sind. Eigentlich blöd, warum ich Alien sage, denn wir wissen ja eigentlich, dass wir es da mit Dämonen und Geister zu tun haben. Oh. Cool, schaut's mal. Aber was genau wir da jetzt machen? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Schau mal, ob ich das da aufmachen kann. Blöde Idee! I've seen how the sky turned red and the voice in my head ordered me to kill. Hope God will forgive me for sins, signed Fernando Silva. 1913. Da seht ihr, es ist schon öfters passiert. Von wo denn? Scheiße, ich hätte das Teil nicht aufmachen sollen. Das ist eine Kirche. Und da vorne steht so ein schwarzes Wesen. Und ich hoffe, es verschwindet. Nee, es verschwindet nicht. Oh Gott, das haut mich gleich, oder? Komm schon, lauf durch. Oh Scheiße! Oh Gott! Oh la 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 la! Do not lead us into temptation, but deliver us from evil! For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Okay. Das heißt, in der Kirche bin ich sicher. The end is near. Oh, das war jetzt so ein Reflex, dass man einfach in die Kirche gelaufen ist. Komm schon, Snakey, wo bist du? Oh. Da draußen steht ja wer. Das ist jetzt nicht so gut, ne? Okay. Okay. Steht nur immer da. Gut, dann geh da einfach nicht hin, würde ich sagen. Oh lala, Amen! Oh.
Alwey da, ne? Nee, komm, ist jetzt nicht der Ernst, ich steck fest. Oh. Zum Glück habe ich da alles gespeichert. Hey. Okay. Okay, geh da jetzt raus. Einfach in die Richtung dann, oder? Ah, okay, schau, jetzt bin ich jetzt da am Friedhof. Und wir wissen, was am Friedhof ist. Okay, ihr seid vielleicht einfach Orte meiden, wo Tote sind. Also wie der Friedhof. Denn das sind ja Geister. Ne? Das gehört so. Ich muss da hoch. So. Gut, da ist der Sendeturm. Mast. Oh. Oh, schaut's mal. Ihr Leben dazu gekriegt. When you will finish, shadows will go away. Just one more. Oh shit, ich weiß sogar, wo der ist. Aber was ist dann, ne? Ah, okay, das ist ein Speicherpunkt. Aha, der hat da. Au, oh, da hat er. Da hat schon ein paar Tote. Also, wir speichern jetzt. Mal gemütlich, was ist denn das? Ah! Ist das Säure oder was? Oh, schaut so aus, sind sogar die Fische tot. Oh ja. Okay. Boah, ich habe da schon viel Leute umgebracht, ha? Huh? Why the fuck did you do it? Ja, warum? Aus dem gleichen Grund, warum wir das dann? Soll ich da helfen? Ich check's halt jetzt erst mit dem. Da war ja eine Zeitung, was wir gelesen haben, von wegen ein Serienmörder geht um. Ne? Serienmörder war halt auch einer, der. Also. Ne? Dem halt gesagt worden ist, bring alle um. Und so halt. Na gut. Gespeichert haben wir. Nur noch einer, liebe Leute. Man wird sagen, wir holen uns den jetzt auch gleich. Weil wir eh wissen, wo der ist. Da oben ist. Ah, warte mal, da oben ist das Haus. Da ist der Verbandskasten, oder? Ja, oder ist es das? Ich glaube schon. Jumpt da jetzt ganz gekannt runter. Zack, zack.
Das ist doch das, oder? Und das mit dem Stor? Ja. 110. Na gut. Na gut, dann müssen wir da jetzt eh wieder zurück irgendwie. Überleg gerade, wie man da jetzt am besten. Obwohl eigentlich da jetzt in die Richtung einfach wie wir vorher gegangen sind, oder? Da kann man dann eh wieder hin. Gut, da können wir nochmal speichern, das wird ja. Da, aber da drüben schwebt gerade ein Schatten. Gut, ich werde mir jetzt einfach mal rechts halten und hoffen, dass mich der Schatten da nicht erwischt. Okay, gut, da können wir wieder in den Wald rein. Perfekt. Gut. Symbol, um Geister zu bannen. Kommt mal da so rüber? Ach, sind immer so Stimmen, aber ich glaube, das ist einfach der Radio von dem Auto oder so. Rede ich mal zumindest ein. Oh, da waren wir auch noch nicht, oder? Ich weiß nicht, ob wieder lang geht, soll ich. Da kommt doch nicht her, oder? Nee. Da ist der Friedhof. Okay. Kletter-Action. Da, das geht schon, oder? Oh. Okay, wir sind wieder da. Oh, das ist so grausig. Okay, jetzt passt's auf. Just one more. Wir erledigen das jetzt. Alter, mich beißt so die ganze Zeit. Was ist da los? Hilfe, Leute. Na gut. Genau, die Frau. Hä, da haben wir doch das letzte Mal irgendwas machen können. Ist anscheinend gespeichert worden, so wie es ausschaut. Dann bin ich jetzt aber auch gespannt, ob die Frau noch da ist. Weil wir sind ja da eigentlich stecken. Ah, nein, sie ist noch da. James? Ja, der James kommt, um dich zu retten. Thank you.
und jetzt? Okay, jetzt kriegen wir wieder Leben. Okay, also mit ihr. Sie können ihn nicht angreifen. Ah, la la la! Ja, Mann! She's waiting for you at the pier. Ernsthaft? The pier ist doch das, wo wir herkommen sind, oder? Sie wird sicher. Sie ist sicher ein Geist. Mann, bitte nicht. Ah, lauf! Da ist sie. Lauf. Michelle? Ich darf euch ja speichern, bevor ich dann zu ihr hinlatsch. Der verfolgt uns ja noch allweil. Okay, jetzt bin ich gespannt. Sie steht einfach da. Voll unheimlich. Don't move or I'll shoot. They are very pleased with your work. When they'll take those souls from you, they will have enough energy to get home. I'm sorry for doing this, but please don't move, or we will both die. Wie gesagt, Aliens! Sind ohne Scheiß sind wirklich Aliens! Okay, ich kann nichts da. Aua, meine Ohren. Cool, wir haben es durchgespielt. Es ist, ich glaube, das habe ich gar nicht gesagt, es ist ein Early Access Spiel. Es ist eigentlich noch gar kein fertiges Spiel. Ja, also, es war jetzt nicht schlecht. Aber es war irgendwie, hey, das war mein erster Gedanke war einfach Aliens, die auf die Erde kämen. Und ich habe echt recht gehabt. Und, aber was hat das? Das ist irgendwie viel komisch. So, Aliens? Und auf der anderen Seite von einem dämonbesessenen Bär, der uns durch eine Höhle jagt. Also, das ist irgendwie viel schräg, oder? Das. Irgendwie passt das halt nicht zusammen, oder nicht? Aber es war schon ein nettes kleines Spielchen. Und ich sag gerade da gestanden, das letzte Kapitel wird dann als. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein.
kostenloses Update dann runtergeladen. Was ich sehr cool finde und das werden wir dann auch sicher spielen, wenn es rauskommt. Und ja, das war Shadows Peak. Wir sind jetzt von den Alien abgeholt worden. Und eigentlich haben sie ein Versprechen gehalten, die Aliens, ne? Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass wir jetzt wirklich die Michelle treffen. Und sie haben ja gesagt, wenn wir jetzt die Leute umbringen, dann geben sie die Michelle halt frei. Ja, wobei, von freigeben kann man noch nicht reden, weil sie haben uns halt jetzt beide gefangen genommen, die Aliens. Naja. To be continued, meine lieben Leute. Nur wann? Das ist die Frage. Vielleicht auch nie. Man weiß es nicht bei solchen kleinen Indie-Spielchen. Aber ja, es war ein nettes Spielchen für zwischendurch. Mir hat es schon sehr gut gefallen. Es waren ein paar gute Jumpscares dabei. Und ja, wir sehen uns in einem anderen Let's Play wieder. Bis dahin. Ciao.